kommen ja viele andere Sachen dazu. Ich werde halt noch den Arzt aufsuchen. Ich habe auf den Fingern einige Frostbeulen, weil ich beim Schneeschmelzen mit den Handschuhen den Schnee in den Kochtopf gegeben habe. Und der Dampf steigt auf und dann waren meine Handschuhe voll. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe mir helfen, das Zelt abbauen. Ich dürfte es übersehen haben. Und dann haben die 200 Kilometer des Leidens ein Ende. Vor ihnen liegt der Midway Checkpoint, an dem sie 12 Stunden Pause machen müssen. Super effort. Walk them that way, guys. Walk them that way. Walk them that way, Giesling. Unsere deutschen Freunde wissen, wer schon da ist. Machst du mir eh nicht kaputt, mein Stecken. Congratulations, Herbert. Thank you. Merry es ist der 24. Dezember, Heiligabend. Wie ist es euch ergangen? Die letzten Stunden waren sehr hart, aber wir haben Gott sei Dank einen super Teamchef, der sehr gute Taktik festgelegt hat für die Tage. Habt ihr das deutsche Team jemals wieder zu Gesicht bekommen? Never again. Nie mehr. Nur auf der Startlinie. Ja. You didn't see them? So vielleicht 20 Kilometer, oder? Sagen wir es auseinander. Genau. So weit ist es auseinandergegangen, nie mehr gesehen. Yeah. Nie mehr. Was glaubt ihr, wo sie sind? Hopefully they're still alive. Hoffentlich leben die Deutschen noch. Sie sind ganz sicher noch am Leben. Wenn ich mir die Aufzeichnungen der Rennen der Vergangenheit ansehe, dann seid ihr bei den Besten, was die zurückgelegte Distanz angeht. Auch das Schlafen und die Zeltroutine sind perfekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das noch kürzer gestalten kann. Wie ich zu Beginn des Rennens beiden Teams gesagt habe, das Rennen wird im Zelt entschieden. Die Zeit, die ihr im Zelt verbringt, ist so knapp bemessen, dass es nicht mehr kürzer geht. Gute Nachrichten für Hermann und Co., die immer geglaubt hatten, sie würden zu viel Zeit im Zelt vertrödeln. Als Höhepunkt gibt es auch noch Besuch vom Weihnachtsmann. Inside there are some goodies, you must take them out. Alex, thank you. Ich werde sicherlich jedes Jahr zu Weihnachten an die Antarktis denken, weil ich weiß, dass ich zu Weihnachten im Jahr 2010 in der Antarktis gesessen bin. Das heißt, das hilft einem ja total. Wenn man jedes Jahr weiß, zu Weihnachten, man sitzt zu Hause schön vor dem Kamin oder sitzt im Wohnzimmer und denkt sich, boah, vor 2 Jahren bin ich gesessen im Zelt. Da waren wir gerade bei der Wechselstation, da waren wir richtig kalt. Mein Vater schickt mir ein Foto von sich mit meiner Mutter. Großartig, ich weiß ungefähr, wie sie ausschauen. Ja? Und dann schreibt er, für mich so sprechen wird Stille Nacht, Heilige Nacht heute gesungen, deine Tonlage wird fehlen. 3 Rufzeichen, ja, sehr lustig. Text wie folgt. Und schickt mir den Text von Stille Nacht, Heilige Nacht. Dass ich singen kann, vielleicht. Da wollen alle 3 Strophen singen. Ja. Beim deutschen Team löst der Besuch des Weihnachtsmanns starke Emotionen aus. Jetzt sitze ich am Südpol und zu Hause wird Weihnachten gefeiert. Ich krieg die Krise. Servus. Dann stößt Teamarzt Michael Reiner zum Team, um alle Wettkämpfer zu untersuchen. Schaut aus wie die Weihnachtsmänner. Schaut aus wie die Weihnachtsmänner. Sind wir ja auch. Fisch. Wie geht's Ihnen? Frosty. Aha. Das was auf diese Woche. Super frost ist.
Seit wann hast du das? Oder spürst du das? Vorgestern. Und ist jetzt schlechter geworden? Der ist dunkler geworden, ja. Spüren das da nichts mehr, oder? Nein. Bis wir weit, zurück, spürst du jetzt nichts. Da? Da geht's auch wieder, oder? Ja, da ist Anfang des Stadions, bis du her, bis du höher. Da ist deine ganzen Fingerspitzen gefroren, gell? Bei genauer Betrachtung stellt sich heraus, dass Alex Erfrierungen an 7 Fingern hat. Kann er weitermachen? Oder ist das das Ende des Wettkampfs für den Schlittenhundeführer? Er ist viel größer geworden. Viel größer. Dieser Lauf ist für mich in erster Linie auch ein Lauf gegen mich selbst. Wir haben die erste Hälfte. Es wäre jetzt eigentlich, ist jetzt alles eingespielt. Es wäre Routine. Wir hätten das Heimspiel. Ich konnte gar nichts mehr sagen, weil sonst wäre ich in Tränen ausgebrochen. Es muss so sein. Das Beste. Wenn die Dinge einigermaßen gut laufen, werden wir heute noch mal einiges am Boden gut machen. Ein Wahnsinn. Ich war fast am Ende. Das war psychisch so anstrengend. Sehr bewegend, wie man merkt. Sehr bewegend. Nächste Woche das Finale des Wettlaufs zum Südpol. Dienstag, 20:15 Uhr, ORF 1.